Anfang des 21. Jahrhunderts stieß die Tyrell Corporation in der Entwicklung der Roboter in die Phase Nexus vor. Sie schufen ein dem Menschen völlig identisches Wesen, den Replikanten. Diese künstlichen Menschen der Phase Nexus 6 waren stärker, beweglicher und mindestens ebenso intelligent wie die Genetikingenieure, die sie geschaffen haben. Replikanten wurden als Sklavenarbeiter bei der gefährlichen Erforschung und Kolonialisierung anderer Planeten missbraucht. Nach der blutigen Meuterei einer Nexus 6 Gefechtstruppe in einer Kolonie auf einem anderen Planeten wurde Replikanten unter Androhung der Todesstrafe die Rückkehr zur Erde verboten. Spezielle Polizeieinheiten, die Blade Runner, erhielten den Befehl, jeden Replikanten, der auf der Erde entdeckt wird, zu töten. Man nannte es nicht Exekution, sondern aus dem Verkehr ziehen. Ich gehe dann jetzt. Lucy, meine Süße. Ich habe den Tigerkäfig gereinigt und die Futterbehälter vorbereitet. Also, wenn es Ihnen recht ist, ich bin dran, das Abendessen zu machen. Hast du da nicht eine Kleinigkeit vergessen, meine Hübsche? Nur eine winzige Kleinigkeit? Mr. Runciter, bitte. Es war wirklich ein sehr anstrengender Tag für mich. Ich will aber nicht, Sir. Aber Lucy, Kind, ich dachte, wir hätten das alles letzte Woche schon geregelt. Wir wollen doch nicht vergessen, wer von uns beiden dein Gehalt zahlt. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Warte! Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich sagte Ihnen doch, wir haben geschlossen. Wir wollen hier nichts kaufen, kleiner Mann. Wir wollen verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie etwas haben, das für mich von Bedeutung sein könnte. Was Sie hier finden, sind ausschließlich äußerst seltene Tiere von allerhöchster Qualität. Na, was für ein Zufall. Qualität habe ich auch. Das ist der Preis für Demut, verstanden? Oh, bitte, bitte, nicht. Und wofür könnten wir Sie heute noch begeistern? Sir, vielleicht für ein bisschen Tugend. Nein! Tun Sie meinen Tieren nichts, bitte. Ich flehe Sie an. Aber wie steht's denn mit der Ehre, kleiner Mann? Welchen Preis hat die Ehre? Oh mein Gott, nein! Dieser Tiger ist das seltenste Exemplar, das ich besitze. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night. BR61661, melden Sie sich im Polizeipräsidium. Code 3, wiederhole, Code 3. Meine 12-Stunden-Streife ging gerade zu Ende, als ich die Meldung bekam. Eine willkommene Abwechslung, denn das Aufregendste, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, war eine schizoide Oma, die in ihrer Unterwäsche Tänze aufgeführt hatte. Hatte ich nicht mehr bekommen, seit irgendeine Nutte Brians Schreibtisch vollgekotzt hatte. Und ich die Säuberungsaktion leiten durfte. In den anderthalb Jahren bei der Polizei war das immer noch mein dreckigster Job. Wo ist Captain Bryant? Ist heute krank, hat sich einen heftigen Fall von Leichenvergiftung zugezogen. Er hat mich persönlich gebeten, die Abteilung während seiner Abwesenheit zu übernehmen. Guzza war einer der alten Hasen, der auch die harten Sachen in den Straßen gesehen hatte. Er wirkte ganz umgänglich. Aber wenn man kein Freund von ihm war, musste man sich besser vorsehen. Ich hoffe, Sie haben die freie Zeit genossen, mein Kleiner. Denn jetzt kann's wirklich unangenehm werden. Kann's kaum erwarten. Freuen Sie sich bloß nicht zu früh. Die anderen Blade Runner sind voll beschäftigt. Holden saugt sein Essen durch den Strohhalm. Gav ist an der Tyrell-Sache und Steel arbeitet verdeckt an einem Sonderauftrag. Leider sind Sie der Einzige, der den Job übernehmen kann. Sie verstehen es wirklich, einen zu motivieren, Sir. Tiermord, drüben bei Runciter. Wahrscheinlich war es nur ein Verrückter, aber sie haben uns gerufen.
Der alte Runside hat ungefähr 1 Milliarde an Chinyen verloren. Verstehe, das ist eigentlich gar kein Job für unsere Abteilung. Haben Sie vielleicht was Besseres vor? Vielleicht wollen Sie Ihr Französisch aufbessern. Machst du heute Abend blau, Cowboy? Ich dachte, du hast einen Sonderauftrag. War nichts Besonderes, nachdem ich die Wichser weggeblasen hatte. Was ist passiert? Ein paar Reps haben sich bei Kaiser als Fibroplastarbeiter ausgegeben. Ich habe mich als Krankenschwester verkleidet, sie hatten keine Chance. Kann ich mir vorstellen. Hast du den Test gemacht? Ach, Quatsch. Ich fühle da diese Intuition in meinem Bauch. Und die hat sich noch nie getäuscht. Wenn du die entwickelst, hast du eine glänzende Karriere vor dir. Okay, ich arbeite dran. Welchen Auftrag hat dir Gusa gegeben? Tiermord bei Runsiders. Was, Tiermord? Ach, diese verdammten Hautjobs haben vor nichts, was wirklich lebt und atmet, Respekt. Und diesen verfluchten Elden Tyrell sollte man in einen Leichensack stecken und ein für alle Mal zum Mond schießen. Naja, ohne ihn hätten wir keinen Job. Ja, ich würde sagen, wir könnten einen bezahlten außerplanetarischen Urlaub gut gebrauchen. Du kannst jetzt aufhören, mir auf den Arsch zu glotzen. Sag mal, hast du etwa Augen im Hinterkopf? Du brauchst nur zu fragen, Cowboy. Der Handel mit Tieren war ein sehr einträgliches und angesehenes Geschäft, seitdem die meisten echten Tiere nach dem Dritten Weltkrieg ausgestorben waren. Obwohl es viele elektrische mit Akku gab, kaufte sich niemand, der was auf sich hielt, so eine Fälschung. Ja, und damit willkommen beim Let's Play Blade Runner. Langes Vorspiel, langes Intro, in dem ich auch die meiste Zeit die Klappe gehalten habe, ganz bedächtig, weil das eins meiner absoluten Lieblingsspiele von damals ist. Blade Runner. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit Harrison Ford. Das Spiel, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, der Film oder das Spiel? Ich glaube, der Film. So, man spielt also hier diesen guten Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und er ist ein Blade Runner. So, jetzt mal eben schon in den Optionen mal kurz reingucken. Hier kann man nämlich einstellen, wie man sich bei Gesprächen benimmt. Ob man höflich ist oder normal. Oder grob oder zufällig. Und deswegen, das stelle ich jetzt auf manuelle Gesprächsführung. Sodass ich jedes Mal bei jedem Gespräch selber entscheiden kann, wie ich mich verhalte. So, wir sind also jetzt hier in der fernen, fernen Zukunft von 2016. Ich weiß gar nicht, von wann ist das Spiel. Lass mich mal kurz gucken. Nach oben komme ich da dran. So, ich guck mal eben natürlich ein schönes Spiel in einer Hülle. Das Spiel ist von 1900... Also der Film, ja gut, der Film war zuerst, der ist von 82 und das Spiel ist von 1997. Tja, also auch schon ein bisschen was alt. Ich guck mal, im steht hier dann, wie unser guter Mann heißt. Nö, egal. Wir spielen jetzt einfach mal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind jetzt also hier, um einen Mord aufzuklären, den wir im Intro gesehen haben, an den Tieren. Und ich quark jetzt zuallererst mal mit dem guten Officer hier. Schon was rausgekriegt? Knapp 30 Fälle von Tiermord und ein Fall von schwerer Körperverletzung. Der Laden wurde demoliert. Da war dieses hilflose Tigerbaby. Es ist eine gottverdammte Tragödie. Wie geht's dem alten Runsider? Er hat einen Schock. Er jammert ständig, dass seine Welt zusammengebrochen wäre. Würde dir genauso gehen, wenn es deine Tiere gewesen wären. Wie viele Täter waren es? Mindestens 2. Überall sind blutige Fußspuren. Muss ja ein schöner Anblick sein. Ich mag die Synchro-Stimmen bisher auch sehr. Ich guck mal weiter. Was gefunden? Ein Chromteil. Von einem Auto? Also mit Sicherheit nicht von einem Pferd. Eintüten und kennzeichnen. Leicht schnippisch hier, unglaublich. Kratzer und Lackspuren. Ich wusste, was sie zu bedeuten hatten. Jemand würde einen saftigen Strafzettel bekommen. Es sei denn, die Stadt hätte sich ein pechschwarzes Löschfahrzeug gekauft. Schön, schön. Da ist eine Mülltonne, schauen wir da mal rein. Nichts, was auch nur annähernd interessant war. Aber okay. Schließlich hatte ich auch keine großen Erwartungen gehabt. Jojo. Was denn hier mit den ganzen Gaffern? Frag die Leute in der Gegend. Vielleicht hat jemand was gesehen. Wird gemacht. Gut, diese Gestikulierung, die ist natürlich ein bisschen überzogen. So, dann gehen wir doch einfach mal rein, würde ich sagen, oder? Schauen wir mal, wie es da drin aussieht.
Nach den Fußspuren zu urteilen, müssen es zwei sehr große Männer gewesen sein. Der eine zog den rechten Fuß nach. Ein Indiz, dass er entweder verletzt oder behindert war. Der andere schien viel beweglicher zu sein, geschmeidig. Ein ziemlich ungleiches Paar. Die Figuren sind ein bisschen verpixelt. Aber die Hintergründe sind echt schön, oder? Also ich finde das ziemlich cool hier. Hier der Tigerkäfig mit dem toten Tiger. Quaken wir doch mal mit unserem Schwerverletzten. McCoy, LPD. Ich bin absolut sicher, dass Lucy Devlin etwas mit dieser verabscheuungswürdigen Tat zu tun hat. Sie ist dieses junge Mädchen, das für mich arbeitet. Was denn? Sie hat dieses Gemetzel angerichtet? Nein, natürlich nicht. Das waren zwei Männer. Die haben das aber offenkundig mit ihr verabredet. Offenkundig? Wie sahen sie aus? Groß und unheimlich. Und absolut bösartig. Alle meine Tiere... Ich wollte noch mal eben einen Begriff erklären, gerade vom Intro. Wenn ich es denn finde, wahrscheinlich nicht da. Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Alles verloren. Es gibt nämlich hier in der CD-Hülle mit den 4 CDs eine kleine Lexikon, ein kleiner Auszug aus dem neuen amerikanischen Wörterbuch von 2016. Und zwar das Wort Replikant. Replikant, siehe auch Roboter. In Klammern antik. Androide, Nexus... Künstlicher Mensch, stärker und beweglicher mit Haut-Fleischkulturen. Auch alle meine Rap, Tiere. Halt doch mal den Mund. Auch Rap, Hautjob, Einsatz ausschließlich auf anderen Planeten, Kampf, gefährlich, Forschungsunternehmen, besonders in der Erforschung anderer Planeten für Kolonien. Auf der Erde verboten, Spezifikationen und Anzahl mein daheim. Mein Liebling, er war ja, mein Baby. Ist, ja gut, ich wollte doch nur erklären, was ein Hautjob ist. Also ein Hautjob ist halt Slang hier für so einen Replikanten. Ich rede nochmal mit ihm. Ach so, hier kann man sich das jetzt aussuchen. Haben Sie irgendeine Idee, was die gesucht haben könnten? Zuerst wollten sie Geld, aber ich habe hier keine großen Summen im Laden. Dann dachte ich, dass sie meine Tiere stehlen wollten, aber sie haben angefangen, sie hinzurichten. Waren es vielleicht Replikanten? Wer sonst wäre wohl zu einer so barbarischen Tat fähig? Alle meine Tiere... Haben Sie je irgendwelche Geschäfte mit Herstellern von Replikanten gemacht? Mit der Tyrell Corporation? Ich weise diese Anschuldigung entschieden zurück. War ja nur eine Frage. Officer, im Mai habe ich persönlich Governor Colvick ein exquisites Bergeron-Fohlen verkauft. Ich war bei 3 verschiedenen Anlässen Gast in seinem Hause. Sehe ich etwa so aus, als ob ich es nötig hätte, falsche Produkte zu verkaufen? Erzählen Sie mir mehr von dieser Lucy. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie arbeitet erst seit etwa einem Monat für mich. Sie ist ungefähr 14 Jahre alt, hat rosarote Haare. Ein sehr attraktives, junges Ding. Wie haben Sie sie kennengelernt? Sie kam mit einem Empfehlungsschreiben von Ogilvies aus der Nordwestzone zu mir. Er ist ein sehr angesehener Großhändler. Haben Sie sie gut behandelt? So gut wie jede junge Schlampe behandelt werden sollte. Hatte sie einen Schreibtisch oder irgendeinen Arbeitsplatz? Da drüben hat sie gesessen. Kleiner Drecksack, ey. 14. Altes pädophiles Drecksstück. Also er jetzt, nicht sie. Tschung. Oh, was ist das denn hier? Ein Spielzeughund. Sacken wir direkt mal ein, ne? Was ist das hier? Howie Lee's in Chinatown. Ich hatte auch schon mal da gegessen. Ein Schokoriegel. Wie, wäh? Bist du denn drauf? Na, ist das nicht süß? Monkeys. Na, ist das nicht süß? Wie, das war's jetzt? Mehr kann ich hier nicht machen? Geh mal zur Seite, ich sehe doch nichts. Was ist denn hier hinter? Ach, kann ich nicht gucken, okay. Wie komme ich denn ins Inventar? Ach, Moment. Hier? Ah, guck an. Hinweis. Da, seht's euch an. Nein, wie süß. Süßigkeit. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie arbeitet erst seit etwa einem Monat für mich. Da gibt es nicht... Das ist ja cool. Kann man sich alles nochmal wieder anhören?
Cool, cool. Komme ich denn sonst ins Inventar? Hm, egal. Schauen wir mal. Wir haben jetzt einen kleinen Hinweis bekommen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Was ich mir irgendwie da... Haben Sie die Aufzeichnungsdisk von dieser Überwachungskamera? Es spielt keine Rolle. Diese Mörder haben auch die Kamera zerschossen. Sie war tausende von Chenien wert. Ach ja. Vielleicht wurden sie aufgezeichnet, bevor sie zerstört wurde. Ah, da ist vielleicht was dran. Ich glaube, das ist die Disk von heute Nacht. Fantastisch. Fantastisch, dieser Elan in der Stimme. Fantastisch. So, fliegt hier sonst noch irgendwas? Was ist das denn? Ach, das sind die Fußspuren, ne? Hm. Mein Liebling, er war mein Baby. Großkalibrig. Ach so. Möglicherweise von einem außerplanetarischen Schnellfeuergewehr. Aha. Die Ballistiker würden es vielleicht feststellen können. Alle meine Tiere. So, ich mache dann hier, glaube ich, auch schon mal einen kurzen ersten Schnitt. Wir haben ja jetzt hier die ganzen Hinweise gesammelt. Werden diesen Hinweisen dann im nächsten Part nachgehen? Ich bin ruiniert. Völlig ruiniert. Alles verloren. Und während der Runsighter hier im Hintergrund noch ein bisschen weiter jammert, würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Blade Runner. Bis dann. Ciao.